Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Familie Becker-Bloringen, vor allen Dingen aber lieber Werner. Vor 2 Jahren im Sommer auf einer gemeinsamen Israel-Reise haben Bürgermeister Werner Becker-Bloringen und ich in Jerusalem nebeneinander an der Klagemauer gestanden. Man weiß ja, dass viele Touristen dort ihre Wünsche, Hoffnung auf Zettel geschrieben in die Mauerritzen stecken. Ich konnte beobachten, dass auch unser Bürgermeister das getan hat. Natürlich habe ich gefragt, Werner, was hast du denn auf deinen Zettel geschrieben? Und natürlich hat er mir nichts gesagt. Damit hatte ich einen riesigen Spielraum an Überlegungen. Verfestigt hat sich dann mit der Zeit folgende Gedanke. Und das ist es auch, was ich gerade heute bei dieser Abschiedsfeier für sehr wahrscheinlich halte. Werner, du kannst mich ja berichtigen, aber ich glaube von dir an folgenden Text auf dem Zettel. Kann ich nicht noch ein paar Jahre länger Bürgermeister Wien bleiben? Sie haben geklatscht und den zweiten Satz noch gar nicht gehört. Die Wieler wollen das doch auch. Es gibt aber auch ganz andere Vorzeichen, die, wie ich glaube, den Gegebenheiten eher Rechnung tragen. Anlässlich eines Interviews in 2004, Anlass 25 Jahre, Dienstjahre Becker-Bloringen Wiel, ich zitiere, vielleicht geht ja eines Tages mein Traum von einem eigenen Schiff in Erfüllung, mit dem ich über Flüsse und Kanäle in Europa schippern kann. Zitat Ende. Und noch eine Variante. Zum 875. Geburtstag von Wiel, also in 2006, wurde von Wilfried Berghoff und Ulrich Runkel ein Buch mit dem Titel Mein Wiel, Geschichte und Geschichten einer Stadt herausgegeben. In diesem Buch schreiben Wieler Bürgerinnen und Bürger aus und über ihre Stadt. Auf Seite 52 schreibt Werner Becker-Bloringen, ich zitiere, ich freue mich schon jetzt darauf, so der Herrgott mir meine Gesundheit stellt, eines Tages die Zeit zu haben, unsere schöne Stadt mit ihren vielen Orten auch in Muse betrachten und genießen zu können und für viele Menschen, die mir nahestehen, mehr Zeit zu haben, auch wenn es bis dahin noch eine Weile dauern sollte. Zitat Ende. Lieber Werner, wie sieht es nun aus mit deinem unwiderruflich kommenden Ruhestand? Um die Frage auch in Neuzeug zu stellen, was geht ab? Ich bin mir sicher, und ich denke, das trifft auch auf alle hier Anwesenden zu, es wird zuerst einmal ein Unruhestand werden. Machen wir uns nichts vor. Das Ausschalten aus einem Amts- und Zuständigkeitsbereich ist zwar schnell vollzogen, aber wie verarbeitet der Betroffene so etwas? Vor allen Dingen nach so einer langen Zeit, nämlich 36 Jahren, mit so vielen Ereignissen, Geschehnissen, Erfolgen, zugegeben, wenige Misserfolgen, Begegnungen, aber auch Dingen, die man sich anders vorgestellt hat. Ich habe es gewagt, eine Auswahl von Artikeln, Bildern und so weiter zusammenzustellen, die natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit darstellen. Können und auch nicht sollen. Auf jeden Fall habe ich festgestellt, die Auswahl alleine aus meinem Archiv hätte einen dicken Wälzer ergeben. Was ich ausgesucht habe, sollen dich, aber auch deine Familie an besondere Ereignisse erinnern. Blättere dann mal, du wirst überrascht sein, wie schnell manche Dinge in Vergessenheit geraten. Ich gebe es dir nachher, es ist ein dickes Buch geworden. Lieber Werner, nicht vergessen ist dein Start hier in Wiel. Am 1. April 1979 tritt ein junger Mann seinen Posten als Stadtdirektor an. Wenn ich jetzt gerade gesagt habe, ein junger Mann, dann muss ich das korrigieren.
Es war ein sehr junger Mann. Gerade mal 31 Jahre alt. Natürlich hatte es im Vorfeld auf politischer Ebene reichlich Diskussionen gegeben, ob solch ein junger Mann die Geschicke einer hochverschuldeten Kommune lenken könne. Man beendete die Diskussion aber mit dem Hinweis, sollte es mit diesem ach so jungen Mann schief gehen, könnte man ja diese Entscheidung bei der nächsten Wahl heilen. Aber das Geschehen um die Wahl in 79 ist eine eigene Geschichte. Auch für mich. Ich war damals schon dabei. Das war 1979. Und seit diesem Zeitpunkt hat eine Diskussion über eine eventuelle Änderung dieser Entscheidung nicht mehr stattgefunden. Es war fast schon eine Selbstverständlichkeit, dass bei Neuwahlen eine Entscheidung für Werner Becker-Blonum schon von vornherein feststand. Und das über alle Parteigrenzen hinweg. Wie bei mir steht bei Frau. Wir halten also fest, 36 Jahre. Der junge Mann von damals ist nicht mehr ganz so jung. Aber, und das ist das Entscheidende, hat er in Wiel ausgehalten. Zuerst als Stadtdirektor bis 1997 und dann als Bürgermeister. Bei den anstehenden Bürgermeisterwahlen hat er jeweils Ergebnisse erzielt, die man in unserem demokratischen System fast schon als unverschämt bezeichnen kann. Wo gibt es Vergleichbares? In Oberberg auf jeden Fall nicht. Ja, und natürlich hat es den einen oder anderen Abwerbungsversuch gegeben. Die eine oder andere Verlockung auf ein neues Amt. Für ihn aber stand das Argument der politischen Verlässlichkeit und die Glaubwürdigkeit des politischen Handelns immer vor einem persönlichen Vorteil. Ich sage es einmal völlig unaufgeregt und uneingebildet so. Kein Vergleich hat standgehalten. Keine Position war so lebens- und liebenswert wie die Aufgabe hier in unserem, in deinem Wien, im Mittelpunkt der Erde. Beispielhaft. Begonnen hat es mit Bürgernähe. Du selbst hast es in einem Interview so ausgedrückt, Zitat, ich musste Bürgernähe erst lernen, aber sehr bald ihren besonderen Nutzen erkannt. Zitat Ende. Und ein weiteres Zitat von dir. Die Menschen in der Stadt sollen sich wohlfühlen und sagen, hier sind wir zu Hause. Zitat Ende. Ich kann mich noch gut erinnern. Kein Feuerwehrfest, kein Straßenfest, kein Dorffest ohne BB. Und dann blieb er auch noch bis 3 Uhr. Zugegeben, das hat sich natürlich heute geändert. Ey, heute geht er schon um 10 vor 3. Lieber Werner, deine Dialogbereitschaft mit den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch mit den jeweiligen Räten, die nach deiner Einschätzung und Darstellung ebenfalls immer dialogbereit waren, hat nie zu größeren Kriegshandlungen geführt. Wenn ich einmal von den bemerkenswerten Debatten über Friedhofsgebühren und Kanalbaumaßnahmen absehe. Da habe ich dich sogar einmal richtig böse erlebt. Mit den Worten, verweigern Sie doch nicht die geistige Nahrungsaufgabe. Das ist sicher schon ein paar Jahre her. Aber ich weiß heute noch, in welche Richtung das ging. Natürlich werde ich keinen Namen nennen. Für nähere Auskunft nach dieser Feierstunde. Unter deiner Leitung, im Einvernehmen mit den jeweiligen Räten, hat die Stadt Wiel eine beispiellose Entwicklung genommen. Von einer hochverschuldeten Kommune zu einem blühenden Gemeinwesen. Noch einmal ein Zitat von dir anlässlich der Kommunalwahl in 99. Möge die Atmosphäre der Sachlichkeit, der Vernunft, der Weltoffenheit und der Toleranz in Wiel erhalten bleiben und uns helfen, die nächsten Jahre unseres Gemeinwesens zu bewahren und zu gestalten. Zitat Ende. Du hast einen maßgeblichen Teil dazu beigetragen. Die Schwerpunkte haben sich allerdings in den Jahren verändert.
Nicht mehr Kanäle und Gewerbeansiedlung stehen im Vordergrund. Zum Beispiel zwingt uns die demografische Entwicklung zu neuen Diskussionen, zu neuen Vorgehensweisen. Ein Zitat aus der neueren Zeit. Ich bin sicher, dass sich Bürger auf dem Weg immer mitnehmen lassen und dass der Stadtrat weiterhin konstruktiv mitspielt, statt zu polarisieren. Für Selbstinszenierung haben wir in Wiel das Schauspielstudio. Zitat Ende. Ja? Nach den Ereignissen der jüngeren Vergangenheit, Werner, kann ich dir das allerdings nicht mehr versprechen. Über 36 Jahre deines Wirkens in Wiel zu sprechen, kann nur mit Mut zu großen Lücken erfolgen und schon gar nicht deinen Einsatz außerhalb von Wiel berücksichtigen. Bei der Vorbereitung zu dieser Wortmeldung habe ich mich immer wieder gefragt, soll ich das auch noch erwähnen? Wird das nicht zu viel? Kann das nächste Thema vielleicht nur noch mit der Verleihung des Heiligenscheins? Oder müssen wir vielleicht Blumen streuen? Lieber Werner, ich bedanke mich bei dir als stellvertretender Bürgermeister im Namen des Rates und bin mir bewusst, dass das Wort Danke völlig unzureichend für dein Wirken, für unsere Heimat, für unsere Stadt Wiel ist. Du hast immer gern ein Zitat von Altkanzler Bruno Kreisky benutzt. Und damit möchte ich auch schließen. Zitat: Öffentliches Ansehen ist dazu da, um jeden Tag ein wenig aufgebaut zu werden. Zitat Ende. Ich kann dir im Namen aller versichern, bei dir ist an öffentlichem Ansehen noch viel Substanz vorhanden. Wir verabschieden dich mit den besten Wünschen in den Ruhestand und sind uns sicher, dich wird man auch in Zukunft auf den Straßen, den Festen, den besonderen Ereignissen in unserer Stadt, in deiner Stadt Wien sehen. Für dich und deine Familie die nötige Gesundheit, Glück und Gottes Segen. Und hier, wie versprochen, meine Zusammenstellung deiner Geschichte. Bei der Titelauswahl hatte ich mir zwei Titel überlegt. Den ersten, alle Signale auf Halt, und den zweiten, freie Fahrt in den Ruhestand. Warum ich mich für den zweiten Titel entschieden habe, ist sicher durch meine Ausführungen klar geworden. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Wenig hier oben. Wir beide kennen das ja, dann steht man hier oben, hat geredet als Mann und denkt, damit ist doch eigentlich alles gesagt. Ich darf auf die Bühne bitten, unsere zweite stellvertretende Bürgermeisterin, Frau Bianca Bödecke. Befriedigt. Das ist im Moment heute auch noch genauso.
Du allerdings hast es verstanden, nicht nur die Ratsmehrheit, sondern eine viel größere Kunst, die Bürgermehrheit hinter dich zu stellen. Vertrauen ist die allerbeste Währung in der Politik. Und hier ist dein Konto mit über 90% mehr als gefüllt. Einen nicht unerheblichen Teil von jenen 800 Jahren, mehr als 36 Jahre nämlich, lieber Werner, bist du noch und warst du auch so einer. Ein Meister der Bürger, unser Bürgermeister, unser Baby. Du wurdest, wie wir schon gehört haben, in dieser Zeit zur Vereinigten Doppelspitze. Ein Spitzenbürgermeister also. Heute ist nun der Tag, an dem du mit Recht gepriesen und berühmt wirst. Wir halten staunend Rückschau, zollen Anerkennung und kleben Collagen aus kleinen und großen Auftritten. Und wir suchen und finden auch Worte für ein großes, besonderes Kapitel der Annalen unserer kleinen Stadt, deren Geschichte nun eng mit deiner Lebensgeschichte verwoben ist. Ich darf an dieser Stelle im Wesentlichen nun eines tun. Im Namen des Rates und der Verwaltung, ja, ich kann sagen, im Namen aller Wieler Bürger, möchte ich mich bei dir bedanken für all die Jahre deines schier unerschöpflichen Einsatzes, deiner Kreativität, deiner Hartnäckigkeit für die gute Sache, schlicht für die Identifizierung mit unserer Stadt. Ein Berufsleben für Wien und seine Menschen, ein höchst erfolgreiches, von Sympathie und Empathie getragenes Lebenswerk, bereichert durch vielseitiges Wissen und Humor. Viele können sich noch gar nicht vorstellen, dass das auch anders gehen kann. So fand sich zum Beispiel bei unserer kürzlich erfolgten Bürgermeisterwahl in einer Urne ein Wahlzettel, da waren alle Namen durchgestrichen und es stand Becker-Bluningen drauf. Das war natürlich... Lieber Werner, für deine Verdienste um den Bestand und die Entwicklung unserer Stadt möchte ich dir nun mit großer Freude den Wieltaler in Platin überreichen. Einen besseren haben wir nicht.